arm, my God. Hercules, you know, Hercules? Yes, of course, he's our Hercules. He lived 600 years. Can you imagine 600 years? 600 years with a big beard, big muscles, so strong that when what hand he can lift a cow? Come on, guys, I know. Oh! With the other hand, he can lift a horse. Whoa. Und hat seine drei Ratgeber zu sich gerufen. Das sind Schaf, der Wolf und der Fuchs gsi. Und wo die drei vor ihm stehen, sagt er: Schaf, Sack, stink ich aus dem Maul! Das Schaf hat es gut gemeint mit dem Leu. Er hat gedacht, irgendjemand muss mir ja helfen. Ja, also, wenn ich ganz ehrlich bin, so ein bisschen schmecken dir aus dem Maul. Wow, das hat der Leu gerade noch viel hässiger gemacht. Und er hat das Schaf Rübis und Stöbis aufgefressen. Mit Ihrer Erlaubnis, Fräulein Virginie, möchte ich Ihnen einen davon erzählen. Na, und jetzt erzählte Elishama, als er dann bei der Stelle mit den rosenfarbenen Seidenschleier angelangt war, unterbrach sie ihn. Oh, die Geschichte kenne ich. Die ist einem Freund von mir passiert, einem englischen Handelskapitän. Hat er sie Ihnen auch erzählt? Nein, Fräulein Virginie hat sie mir nicht erzählt, aber andere haben sie mir erzählt. Es ist eine Geschichte, die reist auf Schiffen und sie hätte gut und gerne da bleiben können, ja? Wenn es nicht an dem wäre, dass Herr Clay nicht schlafen kann. With the power that would crush mountains, rocks would crumble. But this boy is more than a rock, he's more than a mountain. He pushes him back as hard as he's being pushed. And they fight for hours. And the sun is darkened by the dust. And it seems at times that he's about to win, but every time the boy, he doesn't know where he gets the power from, he manages to turn it around. And when for the final time the boy almost pushes him to the ground, he grabs his dagger and he pushes it. Oh, in me, in me, in me, in me.